Hey, ihr wundervollen Schätze. So, we're here with a new device. It's a whole new thing. Und es ist auch very, very new, dass ich ein Video aufnehme und Vanya einfach mit da ist. Wir gehen jetzt schon über in einfach alle Calls zusammen machen und zusammen streamen. Because it's just even more fast when we do it together. Und ich möchte jetzt. Okay. Perfekt, ich glaube, es Okay, ich braucht. möchte unbedingt sprechen über Einladung, über Invitation. Und not only about Invitation for Predictors, but about Invitation in general and especially for Predictors. Wir haben gerade einen unfassbar genialen Call aufgenommen, gegeben in der Jahresausbildung Human Design und Jinki Master. Und wir werden den ersten Teil des Calls heute hochladen auf YouTube und ich werde es hier verlinken und ich werde wahrscheinlich unter jedes Video das setzen. Weil it's really time for the future of humanity now. Wir sind in so einer unfassbaren Zeit und es ist so krass spür- und sichtbar, dass die Welt exhausted ist auf Superficiality und dass so viele Menschen bereit sind, wirklich jetzt einen massiven Schritt zu machen im Awareness. Und Awareness ist einfach die Dinge, die du wirklich tust. Ja, Awareness ist nicht, I'm sitting here and meditating. Sondern Awareness is fucking what you really do in your life and what you really choose to be your life. Und die Welt ist voll von Uniformität und von Schubladen und Boxen. Und die Welt ist aber nicht voll von Menschen, die wirklich sich leben, die wirklich die Uniqueness sind of them and giving themselves the freedom they want to provide to humanity too. Wir sind also in einer unglaublichen Zeit, völlig durchzustarten mit Business, völlig durchzustarten mit Bewusstsein, völlig durchzustarten mit wirklich du sein und es auf deine Weise machen. Und Business an der Stelle auch noch reingebracht, bevor ich dann in die Invitation jetzt gleich gehe. Business ist, wo ich ganz klar sehen kann, dass dort die großen Stellschrauben gedreht werden für die Freiheit dieser Menschheit. Weil in dem Moment, wo Business den Einzelnen spiegelt, Business wirklich Uniqueness spiegelt, Business wirklich Freedom spiegelt, wird alles Freedom spiegeln. Weil Business einfach das Herz dieser Gemeinschaft ist. Business das große Netzwerk, ne, so wie das Pilzmyozel im Boden. Und alles miteinander connected und einfach alle Needs fulfilled and wants of this whole body of society. Ne? Business ist so zutiefst the heart of the tribe. Und it's just so fucking time to lift up the veil und alle deine Deckel von allen diesen vielen Töpfen zu nehmen. Und mehr siehst du dann aber in dem Call, den wir dir einfach schenken, cause it's just so fucking time. Okay, also Invitation. Ich habe gestern einen Post gemacht und ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, zu dem Feedback. Ich habe geschrieben über Einladung für Projektoren und auch wenn du kein Projektor bist. A ist Einladung was Universelles. And it's a fucking powerful thing, the most powerful that ever probably exists. Und besonders wenn du Projektor bist oder mit einem Projektor lebst, ihn in deinem Leben gerne haben möchtest, dann solltest du jetzt genau hinhören. Ich war sehr überrascht, was da hochkam. Irritation, man hat die ganze Ambivalenz in den Menschen gespürt. Man hat gemerkt, dass sie überhaupt keine Vorstellung da haben, was eine Einladung überhaupt ist, wie sich das wirklich anfühlen kann. Also als Projektor bewegst du dich und erstmal vorangesagt, Human Design ist für mich Featuring Freedom. Ne, die Masterclass habe ich genannt, Human Design and the Freedom of Humanity, weil im Human Design geht es um den Free Flow of Information through the whole system. Everything is about information, ne? About solar and star streams, Neutrinoströme, die sich durchs Ganze bewegen. Und im Human Design geht es darum, dass es sich frei und ungehindert bewegt. This is what it's made for. Es ist nicht mal wirklich, dass du deine kleine Box verstehst. It's no box at all. It's just mechanics. Und also viele Menschen werfen alles grundsätzlich in einen Topf. Ja? Und sind überhaupt nicht präzise und unterscheiden überhaupt nicht in den Ebenen und verwechseln ihre Emotionalität und ihre eigene Konditionierung und ihre eigene Erfahrung mit der klaren Sichtweise auf Dinge und sehen einfach nicht klar, was man immer wieder auf vielen, vielen Ebenen, auch hier in Social Media, richtig live und genial
sehen kann. Also, Einladung für einen Projektor, Einladung für diese Welt. Grundsätzlich bewegst du dich anhand deiner Autorität durch dieses Leben. Ja? Das heißt, deine Autorität, in meinem Fall die Milz, bei Vanya ist es sein G-Center, Self-Protected. Man kann als Projektor auch noch mental sein, dann ist es eine äußere Autorität. Es gibt die Ego-Autorität, das heißt, dein Wille lenkt dich, und die emotionale. Das führt dich durch den Tag. Ja? Das zeigt dir, wo liegt die Energie, wo gehst du hin, wo geht der Solar Stream hin, und da gehst du hin, geführt durch deine Autorität. So, das verwechseln viele Projektoren mit, es sind ja überall Einladungen. Nein, es sind nicht überall Einladungen. It's just energy being there. Und da führt dich deine Autorität hin, nicht deine Strategie. Die Strategie ist waiting for the invitation. Und hör zu, Menschen, die ein Momentum von realem Blick auf mein Sein haben, nehmen sofort wahr, Sophie is a fucking doer. I just do things. I'm a projector mit zwei Zentren und ich mache. Was ist das? Die Luftballons. Yes! Geil! Ich mache. Ich gehe in den Kurs, ich höre es einmal, ne? Ich kriege eine Inspiration. Ich habe eine Breathwork gegeben, ich mache sofort eine ganze Ausbildung. Ich habe zwei Sachen von Human Design gehört und das ist der Moment der Zeit und ich gebe sofort eine Jahresausbildung. Ich könnte auch eine 5-Jahres-Ausbildung geben. I just fucking tune into the system and it's there. So I have really no problem with not waiting, with being fast and just doing. Ja, weil being is doing. And being is having. Being is not waiting. No, being is so misunderstood in dieser Welt, die immer trennt zwischen tun, haben und sein. Sein ist tun und haben. Sein wird wirklich verkörpert durch haben und tun. Ja, also auch das mal wegwischen. So deep misunderstandings. Menschen, die sich um sich selbst, um ihren Moostopf drehen den ganzen Tag und alles Mögliche falsch verstehen. Ja, yeah, so wake up, like wake up and fucking be precise. So, die Einladung für einen Projektor isn't once in a lifetime invitations. Bei der Einladung geht es nicht darum, ob du heute nach Moria fliegst, ja, oder morgen Nudeln isst. Das macht deine Autorität, da brauchst du keine Einladung dafür. Das ist überhaupt nicht gemeint. Und es ist so, Projektoren verstehen vieles falsch und erzählen sich Millionen Geschichten, weil sie eine unglaubliche Mentalbegabung haben und Intelligenz, erzählen sich mitunter noch viel mehr Geschichten, als sich Generatoren erzählen und Manifestoren erzählen. Und gleichzeitig ist es völlig egal, wir erzählen uns alle Geschichten den ganzen Tag. So, das heißt, du bist als Projektor hier auf dieser Welt und du kannst dich jeden Tag frei durch dieses Leben bewegen und Dinge tun, so wie jeder andere auch. Ja, don't make a story out of that. Ja, und genauso kannst du das als Generator, als Reflector, als Manifestor, just go for it and fucking do it. Ja? So, aber, in die größte Macht, in die allergrößte Macht kannst du dich nicht selbst einladen. Und was so sichtbar geworden ist gestern, dass wahrscheinlich ein Bruchteil der Projektoren auf dieser Welt, und es ist so sichtbar im Feld der Projektoren, haben überhaupt keine Idee, was eine Einladung wirklich ist. Weil sie es ja noch nicht erfahren haben und noch nicht gefühlt, wirklich eingeladen zu sein. Und wir können davon ein Lied singen, nach 17 Jahren. We can really, 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 we know what the invitation is. Und wir sehen die Entfaltung der Macht der Einladung jeden Tag mehr. Ne? Weil Vanya ist auch Projektor. Er musste mich einladen in diese Once-in-a-Lifetime-Bond. This is it forever. Ne? Unsere Begegnung, Einheit, unser Bond, unser Eintreten in unsere Communion, in eine Communion, in der die größten Synergien ever zustande kommen, geht nicht ohne Einladung. Du kannst nicht das volle Potenzial leben, ohne eingeladen zu sein. Du musst aber nicht für deine nächste Reise und dein nächstes Retreat und deine nächsten Nudeln eingeladen sein, aber für den Mann und die Frau deines Lebens, für das Haus deines Lebens, für die Businesspartnerschaft deines Lebens brauchst du eine Einladung. Ansonsten wird es nie gehen. Und ich kann dir 1000 Projektoren nennen,
ja, so viele, bei denen Beziehungen nicht funktionieren und sie früher oder später gehen müssen, weil sie die Einladung vom Partner eben nicht bekommen haben. Und die Einladung als Projektor ist wirklich ganz zeremoniell und förmlich. Man könnte sagen, es ist fast lächerlich in so einer modernen Welt. Ja, da muss der Mann ja wirklich stehen und sagen, ich lade dich ein, die Frau meines Lebens zu sein. Und ich muss da stehen und sagen, ich lade dich ein, der Mann meines Lebens zu sein. Und natürlich wussten wir beide all die Jahre, dass wir Mann und Frau unseres Lebens sind. Aber wir haben uns nicht eingeladen und deswegen konnten wir so lange nicht zusammen sein. Und das ist Mechanik. Es ist Mechanik. Es ist energetische, aurische Mechanik. Es ist nichts sonst. Betrachte es völlig neutral. It's nothing really emotional. It's just clear hard facts. Jeder Projektor, der in einem Business ist mit einem Businesspartner, jeder Projektor, der an einen Wohnort gekommen ist, jeder Projektor, der in eine Beziehung eingetreten ist und dann die große, diese ganz förmliche, klare Einladung, ja, die tatsächlich auf eine Weise, das nehmen wir wahr, immer tiefer ausgesprochen wird, immer tiefer im Laufe der Zeit und gleichzeitig ein einziges Mal so genau erfolgen muss. Ne? Dieses, ich lade dich wirklich ein. Ne? Wenn das nicht erfolgt ist, dann wird es nicht zur vollen Macht und Blüte kommen. Und wir können euch so tief sagen, ich kann dir so tief sagen, das, was sich dann entfaltet, und genau deswegen braucht es die Einladung, ist die größte Macht in diesem Universum. Nicht, dass andere keine Macht hätten. Ja. Der mächtigste aurische, ja, die mächtigste Aura, könnte man sagen, ist die eines, ja, super defined Generators, der einfach jeden anderen beschreibt mit seinem Programm. Ja, but better be a juicy one, you know, better be a free one, weil ansonsten beschreibt er die anderen mit Grütze. Ja, like we're all asked to be free and responsible. Ja. Responsible for our own self, not for the others. Ja? Wir sind alle hier eingeladen und gefragt und gewollt und gebraucht, wirklich jetzt mal in die Puschen zu kommen und in die Freiheit zu gehen. Und ich kann dir sagen, wenn man wirklich eine Einladung bekommen hat, entfaltet sich eine so tiefe Macht, eine so tiefe Communion, ne? Weil die Projektor-Aura eben wirklich 1:1 ist. Und damit, ne, die Einzige, die 1:1 ist, genau dieser Moment, genau dieser andere Mensch, genau dieser eine Ort, ne, da entfaltet sich ein Potenzial, das so grenzenlos und unfassbar ist für diese Menschheit. Nur das erfolgt ohne Einladung nicht. Das ist nicht deine Milz oder dein Ego oder dein G oder dein Emotional, was jetzt sagt, der nächste Ort meiner Reise werden die Malediven. Ja, ich esse heute Nachmittag Kuchen im Café XY. This is not invitation. This is authority. Also don't mess up things. Really, like, don't mess up things. Wenn ich eins hasse, ist es, wenn Menschen nicht präzise sind. Nicht präzise, nicht nachdenken, bevor sie sprechen. Ja, nicht den Prozess schon erkannt haben. Das bedeutet nicht, dass irgendwas von dir falsch ist, aber like, ja, straighten up, wake up, richte dich auf, ja, und gib ein bisschen mehr Gas im Sinne von, ja, erwarte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von dir selbst, ja. Und gestern schrieb eine Frau, and thank you for that mirror. Like, thank you. I really thank everybody so deeply. Das wäre keine Ermächtigung, dieser Post. Und ich kann dir sagen, dieser Post ist die größte Ermächtigung von allen. Aber die wenigsten verstehen es bisher. But probably they will. Here is the mirror. Ja. Doing things. Die großen Sachen. Ja. Der eine Partner fürs Leben. Die eine große Business-Partnerschaft. Ja. Der Ort, in den du eingeladen wurdest zu leben, das Haus. Wenn diese Einladung erfolgt ist, entfalten sich Synergien, die sind nicht von dieser Welt. Alles andere
hat auch Potenzial, aber es ist dagegen ein sprödes, fades, oberflächliches und extrem flaches Potenzial und weder der Projektor noch der, der mit dem Projektor in Beziehung steht, wird jemals in die Gnade der Großartigkeit der Gegenwart eines Projektors kommen. Ja? Ein Projektor, den du wirklich eingeladen hast, und ich kann sagen, ja, like reinvited us deeply, ist, lenkt dich in den Himmel auf Erden jeden einzelnen Tag deines Lebens. And it's better than we all expected. So this is invitation. Okay. So this is it for now. Bis dann, ihr Lieben.